noch ergänzen, wie das Buch zu Thomas Reschke gelangte, die Vorgeschichte nämlich. Eine exzellent Kennerin der russischen sowohl Theater- als auch Literaturszene, was sich in diesem Fall als sehr segensreich erwies, nämlich Susanne Rödel, entdeckte das Buch, das heißt, sie bekam es empfohlen von Theaterkollegen aus Russland, las es, war begeistert und hatte sofort den Gedanken, das kann nur einer übersetzen, nämlich Thomas Reschke. Dem gab sie dieses Buch und der suchte dann einen Verlag und dann kam der glückliche Umstand, dass Frau Buchholz ein Buch suchte und Thomas Reschke einen Verleger für ein Buch und so entstand dann letztendlich dieses schöne Buch, das wir heute vorstellen wollen. Das Buch besteht aus verschiedenen Teilen und damit, Sie sind ja gekommen, den Autor zu hören und nicht andere nebensächliche Personen, bitte ich erstmal den Autor kurz etwas über das Buch und seine Struktur zu sagen, bevor wir dann in die Lesung einsteigen. Книги. Ну, о структуре книги, как она построена, и из чего она состоит, уже разные части, что нет, рассказывай сама. Структура книжки, книги на русском языке из 5 частей состоит, а вы сделали 4 части. In der russischen Originalausgabe hat das Buch 5 Teile, im Deutschen hat es jetzt 4. Ну, не буквально, но все-таки в какой-то степени это связано с годами, с моим путешествием по жизни. Да? Начинается с двоенных времен, с практически 40, с начала 41-го года, когда арестовали мою мать. Das Buch hat gewissermaßen eine chronologische Struktur, wenn man so will. Das verfolgt meinen Lebensweg, beginnt vor dem Krieg 1941, nämlich mit der Verhaftung meiner Mutter. Потом такие воспоминания о всяких событиях и людях в основном сразу после военного времени города Ленинграда, тогда еще назывался Ленинград. Это вторая часть. Dann der zweite Teil beinhaltet die Nachkriegszeit und meine Erlebnisse und Personen, denen ich dort begegnet bin im Nachkriegs-Leningrad. Значит, третья и четвертая это тоже Петербург, но Ленинград, вернее Ленинград, но это как бы выдающиеся типы антики, если можно так сказать, антики нашего города. Ну, то есть, не известный еще никому, но популярный очень в народе, низком народе, который не поднимался до каких-то там чиновников, просто самый простой народ. Вот эти антики, которые выделялись из этого народа, про них, значит, две части. Und die nächsten zwei Teile, auch die beschreiben Leningrad, und zwar bestimmte Personengruppen, die vom Rande der Gesellschaft kommen, aus den untersten Volksschichten, die also keinerlei Berühmtheit und Bekanntheit erlangt haben im großen Maßstab, aber in ihrem Rahmen sehr bekannt und sehr berühmt waren. Solche Menschen in dieser Stadt Leningrad nach dem Krieg beschreiben diese beiden Teile. Die последняя часть это Россия. Это как бы путешествия мои по России уже после моего побега из детдома, с детприемника в Омске, Петербург. Вот, это уже как бы ну, я житель города, путешествую. Я привык, как наступала весна, я должен бежать куда-то. Потому что с 8 лет бежал с весны. И как наступала весна, я должен был снова убежать и путешествовать уже живя в Питере. Я уезжал на север, бродяжничал по деревням, лесам с рюкзаком. Вот. И вот рассказы эти связаны вот с этими путешествиями. Это последняя книга. А Россия кончается. Значит, книга «Россия. Кто здесь крайний?»
Der letzte Teil, das sind dann meine Reisen durch Russland, als ich dann schon erwachsen war. Ich bin seit meinem 8. Lebensjahr bin ich viel gereist. Also seit meiner Flucht aus dem Kinderheim mit 8 Jahren hat es mich immer wieder im Frühjahr rausgetrieben. Ich musste dann fliehen, ich musste dann weg, raus aus der Stadt. Und das hat sich auch fortgesetzt, als ich dann später erwachsen war, in Leningrad lebte. Und das hier sind meine Reisen durch das nördliche Russland. Ich bin durch die Dörfer gezogen, durch Wälder mit einem Rucksack auf dem Rücken und zu Fuß und habe diese Gegend erkundet. Und diese Geschichten, die ich da erlebt habe, das beschreibt der letzte Teil des Buches. Вот, собственно, структура. Я вот этому издателю этой книжки сказал, что я в дальнейшем вот каждую эту часть сделаю отдельными книгами. Понимаете? Я уже вот эту книжку, эта книжка, это первая часть. Первая часть, значит, она 5 рассказов объединяет, но здесь больше. Но это вот как бы моя работа дальше. Следующая книжка будет эта вторая часть, только это на 20-25 рассказов больше, чем здесь. Ich habe schon damals, als dieses Buch erschien, dem russischen Verleger gesagt, dass mein Plan eigentlich darin besteht, aus jedem dieser Teile ein einzelnes Buch zu machen. Erschienen ist bereits also das erste, das heißt das folgende nach diesem Buch, das einen ausgebauten ersten Teil enthält, also das ist die erste Geschichte, der erste Teil, die Kindheitsgeschichten in diesem Buch und so wird es dann weitergehen. Es werden alle diese einzelnen Teile ausgeweitet, also mit 20, 25 Erzählungen mehr, als jetzt diese einzelnen Teile enthalten, zu einem eigenständigen, umfangreicheren Buch dann. Durch diese Struktur ist заложена дальнейшая моя работа, если Бог даст и здоровье, и... но стараемся. Das heißt, die Struktur der folgenden Bücher ist also hier in diesem schon skizziert. So Gott will und die Gesundheit es erlaubt, werde ich eben in dieser Richtung weitermachen. Но зарабатываю я на жизнь не этим делом, а рисовальной работой. То есть, значит, если у меня остается время, то я, значит, пишу эти рассказы или эти повести, не знаю, как назвать. Meinen Lebensunterhalt allerdings verdiene ich nicht mit dem Schreiben, sondern mit dem Zeichnen. Und nur wenn ich mal Zeit habe, wenn die Zeit es erlaubt und ich zwischendurch mal ein bisschen dazu komme, dann schreibe ich. Das ist also nicht mein Haupterwerb. Literatur ist bei uns einfach lächerlich bezahlt und das ist bedauerlicherweise nicht nur in Russland so. На жизнь зарабатывать приходится руками, а на коленках писать. Das heißt, mein Geld verdienen muss ich mir mit den Händen und schreiben tue ich dann halt auf den Knien. In der Zeit, die dafür dann noch bleibt. Вот здесь под заголовок, это книжка вторая, «Крещённые креста» называется, здесь под заголовок «Записки на коленках». Dieses erste Buch, das erschienen ist, im Knast gestählt, trägt den Untertitel «Notizen auf den Knien», weil so ist das Buch entstanden. Значит, вообще все рассказы эти записаны в книжках, маленьких записанных книжках. Вот. И действительно на коленках, в разных местах, в электричке, в автобусе, в метро, совершенно, или в перерывах между работой, между примерками, там актер опоздал на час, я должен примерить, я вот этот час, значит, что-то написал, знаете, мне повезло. Also die Bücher entstehen nämlich folgendermaßen in kleinen Notizbüchern, die ich immer bei mir trage und wenn dann irgendwo eine Pause ist oder Stillstand oder ich sitze in einer Elektrichka, im Bus, in der Metro, da schreibe ich oder zum Beispiel ein Schauspieler kommt zu spät zur Anprobe, prima, habe ich Glück gehabt, habe ich Zeit, setze ich mich mit einem Notizbuch hin und schreibe so eine Geschichte. Also so entstehen die. Вообще на звание писать, это странно для меня. Что я, значит, вот, значит, обозван писателем, получил эту кликуху. Ich finde es überhaupt merkwürdig, jetzt plötzlich als Schriftsteller beschimpft zu werden. Kommt mir ein bisschen komisch vor.